Dann kommen wir jetzt zum letzten Vortrag, der ist auch etwas praktisch, was ganz toll ist. Und zu meiner Linken steht der Michi. Das ist nicht nur mein Nachbar, sondern auch mein Freund. Und der hält heute einen Vortrag zum Thema richtig Musik hören. Danke. Genau, also ich möchte ein bisschen was zu Musik hören, erzählen. Also mit der Musik im Allgemeinen, ein bisschen was über die Kunstform, die Art und Weise, wie wir Musik hören und die Qualität, die dabei auch eine große Rolle spielt. Der Vortrag ist in zwei Hälften. Erzählst du ein bisschen was und nachher über Musik in der Box. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir natürlich relativ viele Leute sind. Reinzukriegen, deswegen müssen wir das wirklich so ein bisschen im Rundlauf machen. Das Thema, ich soll das ursprünglich hier machen. Aber die Akustik ist einfach gerade schlecht. Deswegen habe ich da drin die Anlage aufgebaut und da hören wir uns noch was an. Genau, Musik verbindet. Ich denke mal, jeder von euch hört Musik. Oder gibt es hier jemanden, der keine Musik hört? Da, André. und jeder von euch war bestimmt auch schon mal auf einem Konzert. Und wir gehen halt auf ein Konzert, weil es eine andere Erfahrung ist, Musik zu hören. Weil es laut ist, weil es Spaß macht. Und wenn man das mit Leuten zusammen teilt. Und ich treffe mich auch regelmäßig mit Freunden abends, um Musik zu hören. Wir sitzen dann still da und hören Musik. weil es einfach Spaß macht, bewusst Musik zu hören. Und Musik ist ja auch ein Stück Lebensgefühl und Identität und auch oft stark verknüpft an intensive Momente im Leben. Und also auch bei dem Treffen mit Freunden, wo wir Musik austauschen, wir zählen dann halt auch von den Bands, was halt schöne Musik sind. Also Musik ist grundsätzlich was Schönes und oft steckt auch ein ganzes Kunstwerk dahinter. Das Bild kennt wahrscheinlich jeder. Das ist Albumcover von Joy Division. Das Album heißt. Kennt nicht jeder, okay. Wir haben bestimmt viele schon mal gesehen. Albumcover? Genau, das ist Albumcover. Das ist mit den Fotos zu. Das ist auch ganz oft wieder aufgetaucht. Als Motiv, als Klamotten, als Tattoos sogar und in Animationen. Was auch schöne Kunstwerke sind, macht also Element of Crime, die Band von Sven Regener. Das ist der Autor von Herr Lehmann, den Film kennen wahrscheinlich einige. Der hat eine eigene Band. Die machen so ein bisschen Altherrenmusik, so kann man sich das vorstellen. Mit so Chanson-Elementen. Aber was halt der Markenzeichen ist, sind poetische Texte. Element of Crime. Dann eine Band aus Kalifornien, die machen Post-Hardcore, so nennt sich das Genre. Die haben ein schönes Konzeptalbum gemacht, das heißt The Alchemy Index. Das sind 4 10-Inch-Platten. Jede Platte behandelt eins der 4 Elemente, also Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und es hat schön gemacht, wie die Platten das jeweilige Element aufgreifen. Also besonders hier die transparente Platte und die erdfarbene Platte, die hat noch so ein bisschen Struktur drin. Ich habe die auch hier, könnt ihr euch noch einmal anschauen. Und dazu gibt es auch später ein Hörbeispiel von der Band. Und jede Platte hat 6 Songs, die das Element mehr oder weniger abstrakt behandeln. Und das Schöne dabei ist, dass die Songs auch das Gefühl von dem Element ein bisschen vermitteln. Also Feuer, die Platte Fire geht halt, die ist relativ brachial und die Platte Luft oder Air ist relativ sanft. Da hören wir nachher auch ein Hörbeispiel, Yoshi Horikawa. Der beschäftigt sich viel mit der läuft mit sauteurem Equipment durch die Gegend und nimmt Sounds auf aus der Natur, wie Regentropfen fallen oder in dem Fall hat er Schreibgeräusche mit einem Stift auf Papier aufgenommen. Papier, das zusammengeknüllt wird, also alles, was beim Schreiben passiert. Hat daraus ein Lied gemacht und das Lied auf eine Postkarte, also Schallplatte kennt wahrscheinlich jeder, und die
Schallplatte besteht ja aus einer Rille, die von der Nadel abgefahren wird. Und bei dieser Postkarte, die tatsächlich aus Papier besteht, ist eine Rille eingestanzt, die man sich auf den Plattenspieler legen kann und das Lied hören kann. Also eine sehr schöne Arbeit. Wenn wir später auch ein Musikbeispiel. Wie wir Musik hören. Ja, Musik ist mittlerweile überall verfügbar, leicht konsumierbar, natürlich auch unterhaltsam, was im Grunde nichts Schlechtes ist. Nur ist halt bei vielen, also wie bei vielen Kunstarten, geht bei Musik auch das Bewusstsein so ein bisschen verloren. Beim Film zum Beispiel, wenn man sich einen Film anschaut, greifen viele nebenher zum iPad, so das Phänomen Second Screen. Und wenn man sich jetzt einen Film anschaut, der so ein bisschen künstlerischen Anspruch hat, dann geht es halt dabei ein bisschen verloren, wenn man nebenher auf dem Tablet rumdackelt. Ja, deswegen ist halt auch die Frage, wie oft hören wir in der heutigen Zeit noch bewusst Musik oder ein ganzes Album? Wer hört noch ganze Alben von euch? Ja, okay, schön. ja, weil das, wenn man es eben nicht macht, die inflationäre Flut von MP3s, die man von Kumpels bekommt oder so, ist ja halt ganz cool. Aber man verliert halt so das Ganze aus dem Blick und der Künstler will ja auch ein entsprechendes Bild vermitteln, eine Aussage damit vermitteln und vor allem das Gefühl von dem Ganzen geht dabei ein bisschen flöten. Macht man also eher selten, sondern wie die meisten Musik hört, ist halt das wundervolle Radioprogramm im Auto oder auf der Arbeit nebenher beschallen lassen. Und man läuft durch die Stadt mit Stöpseln im Ohr, hört über das Smartphone Musik und auf jedem Smartphone ist mit Sicherheit irgendeine Musik-App installiert. Da ist auch das Schöne, dass halt das breite Angebot, oder das Schöne an dem breiten Angebot ist die Vielfalt, die dahinter steckt. Man kann halt so wahnsinnig viel Neues entdecken, was früher jetzt nicht so der Fall war. Da musste man halt in den Plattenladen gehen und der hat halt sein Sortiment gehabt und das, da waren wir halt drauf begrenzt. Ich habe ein paar Empfehlungen. Also Chorus ist eine Plattform aus Frankreich, die haben den Fokus auf hochqualitative Musik. Also da kannst Musik in extrem hoher Qualität kaufen. Ist auch ein bisschen teurer, lohnt sich aber, wenn man entsprechende Anleihe hat. Und also da gibt es zum Beispiel auch wieder eine Studio-Master-Qualität. Das sind Sounddateien mit 24-Bit-Datentiefe. Und das ist quasi der Song, der nach dem Master aus dem Studio kommt, bevor es für CD komprimiert oder digitalisiert wird und bevor es, ganz wichtig, als MP3 komprimiert wird. Bandcamp, das ist eine Plattform, was wahrscheinlich MySpace immer sein wollte. Und da kann man auch viele kleine Bands entdecken, die stellen auch häufig kostenlose Downloads zur Verfügung. Und auch nochmal hochqualitative Dateien wie FLAC oder sowas. Accelerator, eine Plattform, die haben sehr gute ausgewählte Elektro- und Ambient- und auch ein bisschen Hip-Hop-Geschichten. Und ansonsten kann man halt, um neue Sachen zu entdecken, immer auf Blogs unterwegs sein. Also für einzelne Genres gibt es gute Blogs. Und wenn man bestimmte Labels hat, wo man ein paar Bands gut findet, lohnt sich auch mal den Newsletter zu abonnieren. Früher haben wir so Musik gehört. Da gab es ja eine Vielzahl von Speichermedien. Das ist auch ein Kunstprojekt. So ein bisschen. Da gibt es einen Techno-Produzent, Trevor Jackson, der hat ein Album rausgebracht, das nennt sich Format. Und der hat jeden von 12 Songs auf einem extra Format veröffentlicht. Das kam dann einen Monat später auch als komplettes Album raus, aber das war jetzt eben dieses Konzept dahinter. Ja, und heute wird es halt eben zunehmend digitaler und es reduziert sich halt immer mehr auf ein Medium. Also der digitale Anteil am Gesamtumsatz steigt deutlich, wie man sieht. Und wir hören alle meistens über diese Geräte Musik. Dabei gibt es ein Problem mit dem Erscheinen von MP3. Die Geschichten werden extrem krass komprimiert. Also damals wurde halt so krass komprimiert, wenn man es konnte, dass man teilweise irgendwie 96 Kilobit Songs hatte. Was mittlerer Wahnsinn ist. Und also wird halt die Hälfte weggeschnitten.
Bei Spotify ist es auch so, die, wenn man da eine, wenn man zum Beispiel Spotify auf dem Mobiltelefon nutzt, gibt es eine mobile Einstellung, die Spotify, glaube ich, selber steuert. Die nennt sich niedrige Bandbreite und dann habe ich auch 96 Kilobit bei einem Lied. Das ist super. Also damit verringert sich der Dynamikumfang halt und das wäre vergnügt. Und das spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung, wie wir Musik wiedergeben. Das ist so, achso, ja, ganz kurz noch. Zwei Dateien, einmal die unkomprimierte Audiodatei. Also das menschliche Hörvermögen reicht, glaube ich, von 20 Hertz bis 18.000. Und das ist ungefähr so das Frequenzspektrum auf der linken Seite. Wenn ich es komprimiere als MP3, hört das irgendwie auch bei 14.000 oder so auf. Und dann fehlen mir 4000 Hertz, die einfach weggeschnitten werden und nicht mehr hörbar sind. Grundsätzlich bei MP3 oder hängt das auch davon ab? Bitte? Grundsätzlich bei MP3? Also sind grundsätzlich nicht dabei, egal. Das hängt natürlich von der Komprimierungsart ab. Also man kann es natürlich schon staffeln, wie viel ich wegschneide, je nachdem, wie groß das Datenvolumen nachher halt ist. Aber es wird halt irgendwas weggeschnitten. Und je mehr ich komprimiere, desto mehr wird weggeschnitten. Was ist mit variabler Bitrate? Bitte? Was ist mit variabler Bitrate? Davon habe ich auch nichts gedacht. VBR? Bitte? VBR? Also ist doch, VBR, ja, das habe ich noch nicht mit beschäftigt. Variable Bitrate? Ja. Weil da dürfte ja nicht so viel fehlen dann am Ende, oder? Ich, wie gesagt, ich habe mich nur damit beschäftigt. Okay. Kenne mich jetzt aus. Die Geschichte so von den Stereoanlagen. Früher haben wir mit dem Kofferradio angefangen, kennt wahrscheinlich jeder von seinen Großeltern oder vielleicht sogar noch von den Eltern. Dann die schöne Jugendsünde. Wundervolle Anlagen. In den 80er und 90ern. Eine Zeit lang war dann auch eine Stereoanlage so eine Art Statussymbol wie ein Auto. So wie man hier die schönen Standboxen sieht. Und durch das Aufkommen von MP3 sind die Verkaufszahlen von HiFi-Anlagen deutlich gesunken. Also seit Mitte der 90er war das. Und seither bestimmen halt ja die Trends, welche Produkte gekauft werden. Was auch ganz interessant ist, wenn man hier am Anfang das Radio sieht und ganz am Schluss die heutigen Streaming-Boxen. Optisch relativ ähnlich, lösemäßig auch. Die Technologie hat sich natürlich verbessert, aber wir sind halt so ein bisschen wieder am Anfang und es kommt halt nicht der Klang aus der kleinen Box da rechts raus, wie es aus einer ausgewachsenen Stereoanlage rauskommen kann. Deswegen hören wir uns das jetzt auch an. Und also, was ich noch sagen muss, eine gute Anlage kostet auch nicht die Welt. Also, wenn wir überlegen, was wir heute für unsere Telefone ausgeben, das, was da drin steht, kostet nicht halb viel mehr. Wenn man es gebraucht kauft. Das ist ja, das ist ja genauso wie beim Auto. Wenn Telefone meinst du, oder? Wenn man Telefone gebraucht. Ja, genau. Nee, ein Smartphone. Wenn man ein neues Smartphone kauft, ist es ähnlich vom Preis her wie die Anlage, die man da drin gebraucht kauft. Genau. Dann können wir uns jetzt da reinbegeben, so viel wie reingehen. Wir können ja einfach dann irgendwie ein paar Leute gehen rein und dann zirkulieren wir. Das ist